hier ist Elton. Tag, Chef. Hallo. Hallo, Köln. Schönen guten Abend. Dankeschön. So, Philipp haben wir, glaube ich, ne? Ja. Ja, Philipp, wo ist er? Applaus für Philipp. Oh. Hallo. Hallo. Philipp, wie alt und woher? 25 und aus Aachen kommt. Was machst du in Aachen? Ich bin Student, unter anderem. Bisschen nebenbei. Student, was studierst du? Genau, ich habe International Business und Management studiert und will jetzt meinen Master anfangen hier in Köln auch. Genau. Okay. Management, was managst du dann? Mich vielleicht? Mal gucken, ja. Wenn du möchtest. Ja, gucken wir mal. Wir reden mal drüber, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder für Sie da. Also, wie läuft das dann mit dem... Blamieren oder kassieren, die Show in der Show. Philipp gegen Stefan und wir fangen jetzt an, natürlich mit Frage Nummer 1. Gestern wurde Cristiano Ronaldo zum Weltfußballer des Jahres 2013 gewählt. Mal ehrlich, CR7 ist so sehr der beste Fußballer der Welt, wie Sepp Blatter der beste Fußballfunktionär der Welt ist. Aber egal. Ronaldo löst jedenfalls Lionel Messi ab, der von 2009 bis 2012 viermal in Folge Weltfußballer war. Wie hieß 2008 der Titelträger, also der direkte Vorgänger von Lionel Messi? Das weiß ich nicht mehr. 2008. Weiß wohl keiner. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Cristiano Ronaldo. Ach echt? War der schon ja, mal? Der war schon mal. Ach, ich dachte, das erste Mal. Was sagtest du? Ich dachte, das wäre das erste Mal für ihn gewesen. Nee, nee. Frage Nummer 2. Nachdem zuletzt ein neuer 5-Euro-Schein in Umlauf gebracht wurde, wird im September erneut ein Schein aus... 10. Ah, 10. Euro. Ja, 10 Euro ist richtig. Millisekunde schneller. Aber der geht auch, ne? Ja. Der geht, hoffe ich. Ja, 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 ja. So, Frage Nummer 3. Ruhig schon richtig. Daniel Brühl hat es leider nicht geschafft. Bei der Verleihung des Golden Globes ging der deutsche Schauspieler leider leer aus. Für die beste Nebenrolle in welchem Film? Rush. War Brühl nominiert? Rush ist richtig. Seit wann kennst du dich denn mit Film aus? Das habe ich mitbekommen, weil das durch die Medien ging, weil er da Niki Lauda gespielt hat und so. Das habe ich irgendwie behalten. Den Film habe ich nicht gesehen, selbstverständlich. Frage Nummer 4. Tim und Struppi feiern ihren 85. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch bzw. tu me compliment. Also das soll Französisch sein, ich habe es leider nicht. Tu me compliment? Ja. Schließlich sind die im Original französischsprachig. Im Original heißt Tim auch nicht Tim, sondern Tintin. Und wie heißt da Struppi? Ich meine, ich habe das schon mal gehört, ich weiß aber nicht mehr genau. Ich weiß, dass die Schlümpfe Le Strumpf sind. Die Schlümpfe sind Le Strumpf. 5, 4. Könnte vielleicht auch so ähnlich sein. 2, 1, Schluss. Milou. Nein. Nein. Gut. Frage Nummer 5.
In unzähligen Briefen werden wir derzeit darauf hingewiesen, dass die Umstellung auf das SEPA-Verfahren vorgenommen wird. IBAN. So heißt diese Nummer, die man angeben muss, wenn man Überweisungen tätigt. Ja, das suchen wir jetzt aber nicht. Philipp, du kannst dir die Frage jetzt schön bis zum Schluss anhören. 100 Punkte, also 100 Euro hast du schon erstmal bekommen. Als könnte sich nur ein Mensch diese ewig lange Zeichenfolge merken. Ich bin schon froh, wenn ich mir die ersten beiden Buchstaben merken kann. Mit welchen beiden Buchstaben beginnen alle deutschen IBAN-Nummern im Rahmen des neuen SEPA-Verfahrens? DE. DE ist richtig. So, dann haben wir wieder einen Gleichstand. So schnell kann das gehen. Frage Nummer 6. Ja, du hast einen abgezogen bekommen und er hat die Frage. Ungerecht ist das hier einfach. Nee, ist alles gerecht. Ach ja, jetzt wird's. Also, okay. Wie heißt der Lebensgefährte von Valérie Trivaler? Die Hollande. Ja. Hab ich eben noch darüber erzählt. Das ist richtig. Guck mal, gibt auch keinen Applaus. So, so erbärmlich hat es ja. Ja. Trier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Trierweiler wird es geschrieben. Trierweiler. Ja. Sag mal, Trierweiler. Trierweiler. Ist egal. Ja, Frage Nummer 7. Welche Sportart wird derzeit dominiert von den deutschen Damen Anke Wischnewski, Tatjana Hüfner und Nathalie Geisenberger? Nathalie Geisenberger. Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich bin mir nicht sicher. Das drücke ich mal besser nicht. Du bist noch ein bisschen am Nachdenken, aber... Nee, ich weiß es leider nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Was hättest du gedacht? Ist irgendwas mit Wintersport, entweder so Eiskanal oder Langlauf oder Biathlon oder sowas. Es wäre Rennrodeln gewesen. Siehst du? Ja, sowas in der Richtung. Ich konnte es aber nicht mehr einordnen. Frage Nummer 8. Welche heftig umkreischte britisch-irische Boygroup besteht aus den süßen Buben Louis William Tomlinson? Ich kenne nur eine, die umkreischt ist aktuell. Das müsste One Direction sein, oder? Ich habe aber keine Ahnung, ich rate einfach. Ich bin froh, dass ich nicht die anderen Namen noch nennen muss. Das ist richtig. One Direction. Zayn Javad Malik, Liam James Payne, Niall James Horan. Das ist eigentlich die einzige Harry Boygroup, die derzeit, umkreischt ist. Da gibt es irgendwie noch andere Boygroups, nur die alten, oder? Ich kenne die überhaupt nicht aus. Deswegen. Du scheinbar auch nicht. Nee. Könntest aber einer mitmachen. Ja. So wie du aussiehst. Gut. Das war jetzt nicht böse gemeint. Kompliment. Ja, so soll das. Frage Nummer 9. Oder bei Chip nehmen. So, jetzt wieder konzentrieren. Komm. Wir suchen einen männlichen Vornamen, der heute Namenstag hat. Gott, was ist denn heute? Folgende Promis können diesen Namenstag heute feiern. Von Jascheroff, Baumgartner. Felix. Felix ist richtig. Jetzt hat er noch mal ordentlich aufgeholt. 4-1. Und wir haben noch eine Frage, nämlich die 10. Ich kann gar nicht mehr verlieren, ne? Nicht wirklich. Ich kann ja einfach drücken. Ich könnte jetzt einfach drücken und irgendwas sagen, obwohl ich die Frage gar nicht weiß. Und wenn das dann richtig ist, ne? Dann wissen Sie, hier wird beschissen. Ja, mach doch. Ich weiß es nicht. Ich ist ja Harakiri. Ja. Ich will es ja auch gerne wissen. Selber wissen. Ja. Lass dir Zeit. Ich lass mir Zeit. Mach's spannend. Soll ich spannend machen? Ja. Es geht um Felix. Und zwar geht es um Felix Neureuther,
Der hat ein Weltcuprennen gewonnen. Ja. Darauf mussten wir sehr lange warten, denn einen deutschen Sieg hatte es in dieser Disziplin zuletzt 1973 durch Max Rieger gegeben. Wer erinnert sich nicht? Von welcher Disziplin ist die Rede? Riesenslalom. Ja, das ist richtig. Yes. Alles gegeben. Okay, vielen Dank. Danke. Das ist aber jede Menge. Dankeschön. Jede Menge Kohle, verdammt. So. Wie viel kriegst du denn? Eins, zwei, und vier. Wie heißt die Mutter von Felix zwei. Neureuther? Christian. Du heißt der Vater von Felix Neureuther. Und die Mutter von Felix Neureuther? Sind das nicht die beiden? Wie heißt die? Ja, also ja, muss man wissen. Rosi Mittermeier. Rosi Mittermeier. Ja, natürlich. Genau. So, apropos Rosi Mittermeier. Morgen ist Helge Schneider bei uns. Das ist eine ja. Überleitung, oder? Natürlich. Ja. Und mit Sido zusammen, der hat ja dieses sensationelle Lied. Nee, na, alleine ist er morgen bei uns. Schade. Und jetzt kommt Two and a Half Men. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, mach's gut. Elton, danke.